daydreams. Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und ich spiele mal wieder eine Runde Masterbuilders auf dem Mindplex-Server. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange um den Brei herum, sondern legen direkt los. Und unser Bauthema ist der Pot of Gold. Das ist relativ einfach. Da müssen wir einfach irgendwie so einen Pot bauen. Der muss halt relativ gut aussehen. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal ordentlich Gold reinschmeißen. Und auf jeden Fall müssen wir dann den Boden erstmal, finde ich, ändern. So, zack. Und dann nutzen wir den Boden, Iron nehmen wir mal. Und auf jeden Fall machen wir erstmal jetzt eine Grundfläche, die wir haben. Das ist schon mal so groß. Die wir auf jeden Fall nochmal, obwohl wir machen die gleich mal so. Dann legen wir das hier so rum. So ist genau perfekt. Dann fehlen uns auf jeden Fall noch die Steinstufen, die wir hier reinsetzen. Damit wir da halt so eine, sag ich jetzt mal, Rundung reinbekommen. Damit das auch relativ gut aussieht, denn wir wollen ja auch was Gutes bauen und nicht irgendwie Scheiße hier hinbauen, ne? Das sollte auch, glaube ich, weg, finde ich. Weil wenn wir das so machen, sieht das dann wenigstens so eine Rundung da drinnen. Würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen breiter. Obwohl, nee, wir lassen lieber. Man sollte nicht übertreiben, weil wenn man das dann zu groß macht, dann wird das eh nicht gut, weil das dann einfach zu groß wird. Aber jetzt machen wir noch Nummer 2 oder nehmen wir noch einen 3. Wir haben genug Zeit dafür. Wir müssen jetzt ja alles nicht mit Gold ausfüllen. Wir können einfach eine Oberfläche machen, weil das ja eh keiner sieht, ne? Die sind ja eh alle blind im Kopf. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Goldschicht hier drinne. Auf jeden Fall machen wir hier drin noch so ein bisschen Glowstone rein, weil das halt einfach epischer aussieht, wenn das so ein bisschen glänzend tut. Ein bisschen Erze kommt auch noch dazu, damit das hier nicht so öde aussieht. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen die äußere Wand ein bisschen ändern. Aber zuerst nutzen wir erstmal Partikel. Flame ist gut. Flame ist sehr gut. Das ist am besten, damit das schön so ein bisschen glänzt hier. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen andere Designmöglichkeiten für außen benutzen, weil damit man wirklich denkt, dass wir etwas gemacht haben und hier nicht rumgesessen haben und nichts getan haben. Ne? Das ist eine gute Idee, würde ich mal sagen. Ne? Aber schreibt es mal in die Kommentare. Ich warte so lange, okay? So, dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Dekoration. Okay, haben wir das schon mal geschafft? Ich würde sagen, wir machen hier auch noch eine Abgrenzung rein. Wir haben noch 30 Sekunden. Das ist genug Zeit für uns, was wir hier vorhaben. Wir können mal ein bisschen mit Knöpfen arbeiten. Dass wir hier nochmal ein bisschen Knöpfe ransetzen. Jetzt aber schnell, du. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden, Digga. Wir müssen schnell sein. Okay, wir haben die alle an den Seiten angebracht. So, was hat der denn hier Schönes gebaut? Okay, das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich habe zwar nicht gewotet, aber egal. Kann man machen. Und das Pot of Gold. Da muss man halt schon dran denken. Was ist das denn für ein Griff, Alter? Also das ist halt wieder mal dasselbe, was man hier halt. Das Problem ist, dass er halt so groß gebaut hat. Ja, das ist hier genau das Prinzip, weißt du? Es gibt so einen Regenbogen. Und der wandert dann so da rein. Das ist eigentlich ganz gut. Aber das ist halt einer. Das ist von Google gemacht wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber ist eigentlich eine ganz nice Idee, wenn er das wirklich selbst jetzt so produziert hat. Ja, genau das ist das, was ich einfach nicht so nice finde, weißt du? Weil das hat so mit Gold zu tun, ne? Eisen, Gold, weißt du, das ist so etwas Gemeinsames. Das finde ich immer nicht so schön. So, was haben wir hier? Der hat mit Stein gearbeitet und ich finde, es hat er nicht so gut designt. Der hätte noch ein bisschen was anderes machen können. Außerdem ist das irgendwie nicht gleich von allen Seiten, was halt auch noch ein bisschen fehlt. Es gibt von mir ein okay. Was hat er denn hier? Ein Riesenpot. Riesengroß, Digga. Also Respekt, dass du sowas machst, aber ich finde es jetzt nicht so nice, da ein bisschen das Detail fehlt. Aber Respekt, dass er in 5 Minuten so eine große Plattform gebaut hat. Das ist jetzt unseres. Ich finde es halt ein bisschen zu flach, glaube ich, von unten. Ich hätte es vielleicht ein bisschen weiter runtersetzen sollen. Aber mal gucken, wie
die mein Bauwerk finden. Ich finde es eigentlich ganz nice, weil wir so unterschiedliche Blöcke benutzt haben, was auch ziemlich geil ist. Okay, der hat mit Obsidian gearbeitet, hat hier Gold reingelegt. Das kann man natürlich auch machen. Hätte ich auch machen können. Das ist eine geile Idee. It's good. Also gut meine ich jetzt halt in Bezug, weil ich hier so ein bisschen kreativ war mit dem Gold hinschmeißen. Ja, der hat sich auf jeden Fall auch ein ganz gutes Design hier überlegt. Hat hier so ein Design, hat hier was reingeschmissen und hat hier sowas halt hier hingebaut. Ne? Finde ich ganz geil. Ja, das ist eigentlich wieder genau dasselbe. Ne? So irgendwie so ein Regenbogen hinklatschen, dann hier so ein Goldpot. Ne? Das habe ich jetzt schon ganz häufig gesehen. Das finde ich nicht mehr so nice. Okay, das ist halt wieder genau dasselbe, was wir haben. Das haben wir auch schon vorher gesehen. Das können wir auch gleich, finde ich, jetzt mehr abstempeln, weil ich finde das einfach nicht so nice, wenn man sowas hier kreiert. Und der Sieger ist, wir sind vierter Platz geworden. Schade, also ich hätte gedacht, dass das für mehr reicht. Aber wenigstens sind wir nicht irgendwie noch weiter unten gelandet. Auf jeden Fall war es das schon im Video, Freunde. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine gute Bewertung da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder, Freunde. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.